themselves. Diesen Häuserdschungel hier wieder raus, und jetzt müssen wir diese Schlangen töten, die kleinen. Die droppen auch nichts, also eben dieses Leder. Ah nein, nur die Augen. Wahrscheinlich reagiert Fraps auf diesen Mini-Lags, wo der Server hat, ein bisschen komisch. Weil immer nach einem Lag geht die FPS runter. Aber während des Lags sind sie oben, also kann es nicht an den am PC liegen oder so, an Fraps. Ist wieder kurz runtergegangen. Kurios, andere Spiele laufen so gut mit Fraps, aber Regnum, kein Bock. Regnum und Minecraft sind die schlimmsten für Fraps. Und Two Worlds 2 funktioniert ja gar nicht. Nicht flüssig, sorry. Also kann ich momentan nichts machen. Ja, immer so kleine Lags, kurzen Moment. Das Server ist so instabil. Gestern sind manche sogar ausgerastet, weil der Server so geleckt hat. So viel müssen wir töten. Ihr übertreibt. So, hier ist noch eine. Ich selten Feind nicht zugewandt. Wir haben einen verfuckten Scheißkristall dorthin gesetzt. Kann ich etwas dafür? Schlangen überall. So, vier. Ist er dem Feind nicht zugewandt? Ich bin zugewandt. Ungewissen ist genug hier. Wenn sie nicht alle sofort spawnen. Sonst hätte ich wirklich die Aufnahme beendet wahrscheinlich. So etwas kann man einfach nicht machen, dass ein Spiel sogar zu wenig Gegner hat.
diese Probleme. Kann man hier eigentlich auch / FPS angeben? Nein, das Spiel kennt keine FPS. Jedes Game kann man. Kann man die FPS einsehen. Keine Hilfe. Das Spiel will keine Hilfe geben. Ah, es gibt eine Spielanleitung. So, Befläche, Schnellleiste. Community. Chatbefehle. Freundesliste, Gruppen, Gruppenbefehle, der Clan. Also, wir müssen wieder nach Anzug nehmen. Okay, gehen wir. Ja, mal ein bisschen im Vorhang, ein bisschen die Entwicklerplan. Die machen wirklich den größten Scheiß. Sollten diese Bugs endlich mal zu beheben, tun sie lieber mal Drachen ins Spiel bringen und solche Sachen, wo sie 2 Jahre an den Texturen gearbeitet haben und so. Ja. Ignorieren die Community ganz gekonnt. Man muss jetzt wirklich extrem schlecht reden, damit die Entwickler hoffentlich mal wieder etwas machen oder den Server abstellen. Aber das hoffe ich ja nicht. Ich will ja weiterspielen, trotzdem 1000 Bucks. Aber wenn das die einzige Lösung ist. Wenn ich Entwickler wäre, dann würde ich Regnum 1:1 kopieren und alles besser machen. Es ist mir scheißegal, ob es Lizenzen gibt oder soll ich sagen. Ich lebe in der freien Schweiz und mir ist egal, was die Ausländer da unten in Argentinien machen. Ich habe ihm vorhin gesagt, dass NGD nichts macht, machen wir es halt. Und sind eigentlich relativ, ja, es wurde halt wenig geschrieben, aber ich denke, sie sind auch dafür, wenn das endlich die Fans das Spiel übernehmen. Es wurde ja auch bei anderen Online-Rollenspielen nachgemacht. Und auch bei anderen Spielen, wie zum Beispiel, was wurde so übernommen? Weiß ich gerade nicht, aber es gibt mehrere Spiele, wo die Fans das Spiel übernommen haben. Also wieso nicht bei Regnum? Die Fans wollen wenigstens etwas und nicht immer Kaffee trinken und dumm herum schwatzen. Wie die NGD Studios. So, ich mach den Rest der Quest jetzt. Ohne Aufnahme, mir geht das auf den Geist und nehmen wir das anders auf. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.